14. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Die Thomas Sauber Ice Tigers nach 3 Niederlagen am Stück zu Hause gegen Tabellenführer Adler Mannheim. Und nach wie vor mit vielen, vielen Verletzten. Adler-Coach Pavel Groß konnte dagegen wieder auf Kapitän Marcel Gotsch zurückgreifen. Und sein Team erwischte den besseren Start. Über Akta, Dujardin, David Wolf. Und plötzlich stand 1-0 für die Gäste. Ein richtig flotter Angriff der Mannheimer, aber auch biederes Abwehrverhalten der Thomas Sauber Ice Tigers. 3 Nürnberger, die sich da auf Desjardins konzentrieren und David Wolf am Ende mit leichtem Spiel sein 6. Saisontreffer für die Adler. Und die Mannheimer weiter am Drücker, brachten viele Schüsse aufs Tor. Unter anderem auch Brandon Mickelson. 16. Spielminute. Der Verteidiger mit seinem Tordebüt in der deutschen Eishockey-Liga. Was für eine Geschichte. Sein Vater hat vor 40 Jahren den Aufstieg aus der zweiten Bundesliga mitgemacht. Und jetzt trifft auch der Sohnemann zum 2:0 Drittelstand. Ja, jede Menge Gesprächsbedarf bei Ice Tigers Coach Martin Jiranek. Er wollte natürlich eine Reaktion seiner Jungs sehen im Mittelabschnitt. Daniel Weiß bringt die Scheibe hinter den Kasten. Chad Pickard, der Adler-Goalie, ging raus, verliert die Scheibe. Alanov 1-2, der Anschlusstreffer nach nicht mal 4 Minuten im Mittelabschnitt. Und hier sehen wir es nochmal. Pickard vertändelt da die Scheibe. Aronson mit dem guten Vorcheck und Alanov. Das, was ein guter Stürmer braucht, einen richtig guten Torinstinkt, den er in dieser Situation beweist. Pickard und Larkin, die sich da zuvor gegenseitig behindern. Nürnberg danach das bessere Team bis zur 32. Minute. Thomas Larkin, der Verteidiger, geht durch, hält einfach mal drauf. 3-1 Mannheim. Und sofort war klar, wem er diesen Treffer zu verdanken hatte. Niklas Treutle. Den darf er aus dem Winkel natürlich nie und nimmer kriegen. Lässt die Scheibe durchrutschen. Wieder der alte 2-Tore-Vorsprung hergestellt. Aber Nürnberg kämpft ja nochmal in Unterzahl. Reimer mit dem Solo. Und dann kommt das dabei heraus. Macht hier alles richtig an der blauen Linie. Und dann schlägt er über die Scheibe. Kolorik war noch mitgelaufen, konnte aber nicht mehr entscheidend eingreifen. Es war ein gebrauchter Tag für den Nürnberger Kapitän. Hinein in den Schlussabschnitt und rührende Szenen bei den Adler Mannheim, die aber erstmal durchpusten müssten. Bei dieser Chance von Phil Dupuis, zu genau gezielt vom Nürnberger Angreifer an die Latte. Glück hier für die Adler. Dann aber wieder Dupuis im Mittelpunkt dieser Szene. Verliert die Scheibe an Kolorik. Der lässt liegen und schwupps, rein das Ding. Garrett Festerling 4-1 Mannheim. Die Entscheidung. Mit solchen Fehlern kannst du natürlich am Ende auch kein Spiel gewinnen. Und Mannheim einfach abgezockt. Macht 10 Minuten vor dem Ende den Deckel drauf. Die Stimmen zum Spiel. I think just from the get-go, I think we did the right things a lot, and they came hard. They chip pucks and skate into them, which it makes it tough to defend. But we did a good job, five-man units around the ice, really just working together as groups to help slow them down, help cover things defensively, and then we got some breaks there offensively, which is nice. Ich weiß selber nicht genau, was wir heute so falsch gemacht haben. Klar, das war ein bisschen blöder Start in den zwei Gegentoren gleich, aber ich finde, wir haben gar nicht so schlecht gespielt. Klar, wir hatten wieder ein paar blöde Turnovers und kleine Fehler, aber das passiert. Mannheim ist eine super Mannschaft, die machen viel Druck. Und ja, keine Ahnung, wir müssen jetzt einfach positiv bleiben, weiter hart arbeiten und irgendwann kommen wir da schon wieder raus. Die Adler Mannheim grüßen die Tabelle weiter von oben nach dem 10. Sieg. Nürnberg nach der 4. Niederlage am Stück weiter in der Krise.